So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlossrad Entertainment. Wir machen heute am großen Dickschiff mal einen Ölwechsel. Habe ich noch nicht gemacht, ist längst überfällig und das machen wir heute. Ah, ich kotze ab, das geht mir auf den Sack. Motoröl, Getriebeöl und Winkelgetriebeöl. Ich habe die Karre gerade ein bisschen warm gefahren und ja, hat jetzt glaube ich ganz schön dreckig ist er. Könnte man vorher auch putzen. 38.000 runter. Ja, und dann wechseln wir das mal. Koffer habe ich jetzt abgebaut. So, ein bisschen mehr Platz. Genau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Motoröl an. Dazu natürlich muss die Öleinfüllschraube lose gemacht werden. Der Unterboden hier. Vorsicht, sicherlich warm. Habe auch hier das lustige Handbuch dazu, also sollte auch kein Problem sein. Habe hier noch so einen Ölfilterschlüssel bestellt. Drehmoment habe ich geholt aus der Garage. Also alles da. Am Unterfahrschutz hast du eine 10er und zwei 13er. Drei 13er, so. Die alle lösen. Und abmachen, dann kommen wir an den Ölfilter und an der Ölablassschraube dran. Strahlt auf jeden Fall gut Wärme ab, das Ding. Da kann man gleich mal kontrollieren, ob diese Gummipuffer noch in Ordnung sind. Das haut hin. Öleinfüllstutzen lösen. Dazu habt ihr meistens auch das Spezialwerkzeug unter der Sitzbank. Ging jetzt in dem Fall mit den Fingern. Ist auf jeden Fall ganz schön eng, wenn dieser große Vogel hier drin steht. Da ist immer sinnvoll, vorher mal zu gucken, ob auch dieser Ölfilterschlüssel, den ihr bestellt habt, quasi passt. Sonst brauchen wir hier jetzt noch eine 8er Imbus für die Ölablassschraube. Vorsicht, immer heiß. Und fettig. Ganz klar. Wird's leicht. Also jetzt. Sinnvoll ist dann auf jeden Fall immer hier so ein Imbusschlüsselsatz, Torx-Satz. In der Zwischenzeit, wenn es vorne ausblutet, werde ich jetzt schon mal hier hinten ein bisschen auseinandernehmen, weil Winkelgetriebe müssen wir ja abkippen. Dazu als erstes habe ich hier unten eine Imbusschraube, 5er Imbus, warum auch immer. Und das hier ist 30er Torx und das glaube ich 25er. Doch kein 25er, B, das 30er. Jo, das dann wieder abbauen. Oh, hier sieht die Hülse gar nicht mehr so gut aus. Ist gerade ein Stück abgebrochen. Seht ihr es? Da fehlt ein Stück. Komisch. Wer weiß, wer weiß. So, dann könnt ihr hier diesen Heckfender abnehmen. Weiter geht es mit der Bremse. Bremse ist 45er Torx. Kleiner Grat dran, die müsst ihr eigentlich ein Stück zurückdrücken. Aber ich denke, das geht auch so. So, zack. Belege hatte ich erst gemacht. Gut aus. So, jetzt bauen wir das Rad hinten. Ja, Felge, hinten hast du einen 50er Torx. Rad ist draußen. Dass der Bremssattel nicht so runterhängt, nehmen wir uns noch einen kleinen Tüdeldraht und binden den hoch. Nächster Step, Drehzahlsensor.
AWS-Sensor oder was das ist ja raus. Der ist wieder 25er Torx. Habe ich das vorhin verwechselt? Das ist ja 25. Könnte also aussehen. Oh, der ist aber ja verschmandet. Ich habe jetzt nochmal einen ordentlichen 25er genommen, weil der aus der Kiste sah ganz schön scheiße aus. Jetzt mache ich nochmal ein bisschen hier den Bremsenstaub weg. Bevor wir uns da alles reinholen. Bremsenreiniger auch ein teures Gut geworden. Ja, die Bremse sieht auf jeden Fall auch schon ganz schön mitgenommen aus. Ich denke mal, die kriegt dann auch irgendwann mal eine neue Scheibe. Ihr habt da ganz schön Grat drin. Aber heute muss es nochmal so gehen. Drehzahlsensor gelöst. AWS-Sensor, Drehzahlsensor. Keine Ahnung, wie er genau ist jetzt. Oha, da ist ganz schön Späne dran. Lifetime. Ja. Ich denke, den werden wir hier hoch machen. Und hier ist das Licht besser. Eieiei. Naja, das werden wir jetzt mal putzen. Und dann werden wir die Schraube hier lösen zum Öl ablassen. Und dann denke ich, das Behältnis wird fast reichen. AWS und Geschwindigkeitssensor steht im schlauen Buch. So, jetzt lösen wir die Momentstrebe noch. Das ist eine 45er Torx. Von der Ablassschraube. In den neuen Getrieben haben die ja auch eigentlich hier drunter gebaut dann. Angeblich war es ja auch eine Lifetime-Füllung, eine Lebenszeitfüllung. Aber das hat sich dann irgendwann geändert. Eigentlich kommt da glaube ich nicht raus. Naja. Es läuft. Schraube raus, Unterlegscheibe liegt auch noch drunter, zum Glück. Und jetzt aufpassen. Theoretisch müsste das eigentlich von alleine rausrutschen, hier dieses Gerät. Also ein kleiner Montierhebel bringt schon mal was. Und dann kann man das eigentlich alles so hängen lassen. Diese Gummis hatte ich ja schon mal neu gemacht. Das Video werde ich mal hier oben verlinken. Ja, lass mal austropfen und kümmern uns jetzt ums Getriebeöl, würde ich sagen. So, dieses kriegt nur 180 Milliliter. Genau. Das hatten sie irgendwann mal geändert. Guck mal, in dem Buch müsste es noch alt drin stehen. Genau, hier steht es noch in alt. So, Ölablassschraube haben wir festgezogen. Da stand drinnen hier 32 Newtonmeter. Ölfilter ist festgezogen. Getriebe, Einfüllschraube ist auch eine 8er Impuls. Ja, sieht gar nicht mehr so viel aus. Das ist meine Lampe. Mal reinleuchten. Na doch, man sieht es noch. Ja, auch denke ich Zeit, dass wir es wechseln. So Leute, als Ablassschraube haben wir hier eine 19er Nuss, eine 19er Schraube. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dieser Hauptständer ja irgendwie im Weg ist und wir irgendwie diese Schüssel hier unten treffen müssen, dass wir hier nicht alles versauen. Mal gucken, ob ich hier irgendwie mit Kabelbindern das so basteln kann. Dass es halbwegs funktioniert. Mit Kabelbindern habe ich jetzt ein paar Trichter hier dran gemacht. Ich hoffe, dass es von den einen Trichter ins andere Trichter in den anderen Trichter fließt und dann hier unten in die Schüssel. Jetzt muss ich bloß diese 19er Schraube hier hinten rauskriegen. Drück die Daumen, das ist was wird. Bleibt hier eigentlich auch hier drinnen. Wobei, das wäre doof, wenn die drinnen liegen bleibt. Ich lege euch mal kurz zur Seite. Ihr hört mich fluchen. So, ihr seht es hoffentlich.
So eine Hebebühne hätte mal was. Übelst geile Konstruktion vom Getriebewechsel. So Leute, Winkelgetriebe ist auch weitgehend ausgeblutet. Das bauen wir jetzt wieder zusammen. So, wir bauen es wieder ein in umgekehrter Reihenfolge. Auf jeden Fall nicht viel. Es ist kurz davor. Es ist kurz davor. Es hat geschnackelt. Es geht eigentlich mit so einem kleinen Ruck bloß irgendwie. Oh, jetzt ist es auf jeden Fall drin. Diese dumme Sau. Alter. Eine schwere Geburt. Eine schwere Geburt. So, dann soll ich wieder diese Drecksbremse von Fitness rein. Oh, Zergang auf 20. Und das wird wohl nicht das letzte Mal sein, dass hier Bremse rein wieder drüber geschlossen ist. Ach, alleine kommst du echt bescheiden klar. Also noch eine Hand wäre gut gewesen, ja. Als kleinen Tipp, besorgt euch noch jemanden, der euch mithilft. Das wäre schon sinnvoll. So. Ich würde sagen, Bremse lassen wir jetzt auch vertrocknen, dann gucken wir nochmal an, wie die aussieht, nehmen wir sauber einen Lappenwisch nochmal drauf, dass die fettfrei wird. Winkelgetriebe, kommt ja irgendwie die 180 ml hier rein. Da habe ich jetzt hier so ein Behältnis mit so einer Spritze und da sind die 180 drin. 180 ml sind drin, haben wir hier rüber eingefüllt. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr hier so eine Spritze habt und so einen kleinen Schlauch noch dazu, weil das läuft alles daneben. Das ist wirklich Zergang. Jetzt alles nochmal säubern und dann soll das passen. Scheibe gleich nochmal abwischen mit einem sauberen Lappen und dann kann der Wichs wieder zusammengeschraubt werden. Zusammenschrauben entgegengesetzter Reihenfolge, er dürft auf jeden Fall die Mutter von der Momentstütze hier nicht vergessen und dann sollte das passen. Jetzt kann das Rad dran und dann der Heckfender. Rad über Kreuz festziehen, ich gehe meistens immer noch mal eine Runde rum. Dass alles fest ist. Und 60 Newtonmeter kriegt das Rad. Beim Bremsseil, ich bin gerade wieder drauf reingefallen, gibt es noch einen kleinen Trick. Wenn du den festzieht, müsst du halt erst die Schraube mit reinnehmen. Weil sonst verdreht er die Hülse mit. Und dann quasi festziehen, Bremsseil festziehen, mit Drehmoment und so. Und dann könnt ihr die Torx wieder rausschrauben, nachdem ihr es mit Drehmoment festgezogen habt. Und dann passt auch der Heckfender dran. Falls ihr euch mal wundert, warum diese Schraube hier oben nicht reinpasst. Also erst die Schraube rein, Bremssattel festziehen und dann Heckfender dran. Ja, und diese Hülse muss ich mal bei Gelegenheit neu machen. Ja, sinnvoll jetzt hier beim Getriebewechsel die auf den Seitenständer zu stellen und irgendwie eigentlich so einen kleinen Gartenschlauch wäre cool zu haben, um das hier reinzufüllen. Aber mit Geduld geht es auch mit einem kleinen Trichter. Wir haben jetzt hier 0,9 aufgekippt und ist jetzt auf dem Hauptständer, steht es jetzt, oder? Sieht man das halbwegs? Genau, Unterkante Gewinde. Wie im Lehrbuch. Schraube rein. Natürlich haben wir überall einen neuen Dichtring drunter gemacht, das habe ich nicht gesagt. Getriebeöl ist fertig. Winkelgetriebeöl ist fertig. So, jetzt machen wir noch Motoröl rein. Ja, da kommen wohl erst 3,5 Liter rein, dann sollen wir den Motor kurz laufen lassen, damit der ganze Ölfilter und alles wieder befüllt wird. Und dann sollen wir noch mal schauen mit dem Schauglas und das zeige ich euch dann gleich. Oder ich kann es euch jetzt auch noch mal zeigen. Hier ist das Schauglas. Und dann machen wir das quasi zwischen Min und Max. Das Öl läuft. 3,5 Liter sind drin. Gerade noch mal schön gekleckert. Alles noch mal ganz sauber gemacht.
Ja, und hier seht ihr das Ölauge. Ja, das starten wir jetzt mal. Jetzt ist gerade genau auf dem roten Strich ganz oben. Starten wir. Der Motor soll auf Betriebstemperatur sein. Da können wir auch in der Zeit gleich gucken, ob alles dicht ist. Das passt. Motor habe ich gerade angemacht. Ihr seht. Jetzt ist es noch Minimum während des Laufs, aber es ist ja jetzt überall verteilt noch. Jetzt lassen wir den warm laufen. So, Motorrad ist betriebswarm. Machen wir das mal aus. Warten kurz. So, wir haben jetzt knapp eine Minute gewartet. Ihr seht es, es ist auf Minimum. Füllen wir mal noch was auf. So Leute, wir sind jetzt genau Eichtrich drunter. Also, das passt. 4 Liter sind jetzt drin. Also, könnt ruhig 4 Liter aufgeben. Ideal! Alles dichte, jetzt bauen wir noch den Unterfahrschutz runter. So Leute, die GS ist wieder zusammen. Motorölwechsel, Getriebeölwechsel, Winkelgetriebeölwechsel hinter uns gebracht. Endlich kann ich wieder safe fahren. Ich freue mich, dass ich es hinter mich gebracht habe, ohne dass ich im Hinterkopf habe, immer wieder den Ölwechsel machen zu müssen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, kommentiert, wenn ihr ohne GS fahrt. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, würde ich sagen. Haut rein, bis dahin, kauft Merch und wir sehen uns. Es ist herrlich. Ciao, euer Schnauzbart.